Internationalen Rad in Läden. Und 87,17 Sekunden zeigt da den Flug, die Uhr. Und jetzt ist Thomas Seitz im Hintergrund drei unterwegs, verhindert der Sparkasse. Wurzel Sparkasse Tunnel von der Sparkasse Emsland unterstützt. Auch René Jolling hat das erste Flug absolviert, ist jetzt in 2 Minuten. Dieter Wagner, meine Damen und Herren, Westfalen Deutschland jetzt im ersten Hindernis unterwegs. Best mark and obstacle number 2, ladies and gentlemen, Thomas Seitz, Germany, with 67.17 seconds. Und auch in Hindernis Nummer 6 und 7 geht es rund. Hindernis Nummer 7, das ist Piet Eichwall, Peter van den Broek aus Belgien, mit einer super Zeit, mit der drittbesten im Moment, mit 53,79 Sekunden kommt er da heraus. Good time for Peter van den Broek in Belgien, the third.